Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet, nämlich genau zwei Dinge. Wir fangen mit dem ersten an. Und Leute, übrigens, wisst ihr, was heute ist? Der dritte Tag der Minecraft Revival Woche. Das heißt, es folgen nur noch vier weitere. Ja, so ist das Leben, Leute. Aber wir werden jetzt runtergehen erstmal in mein Haus, denn ich habe hier etwas Besonderes vorbereitet. Und zwar habe ich hier weitergebaut, bei diesen kleinen Gebäuden hier noch ein paar Bewohner hinzugefügt. Wir haben hier zwei Villager und hier habe ich so eine Art, ja, Hotel oder sowas gebaut. Hier sind nochmal drei Villager und hier haben wir sogar ein kleines Schwein und eine kleine Kuh. Ich finde das so süß, Leute, ne? Ohne Spaß, das ist so cool. Außerdem habe ich noch etwas geplant, was ich euch gleich zeigen werde. So. Hi! Guck, Leute, hier ist einfach ein kleines Schwein und eine kleine Kuh. Die wohnen hier schön drin und, Leute, es ist einfach wunderschön irgendwie. Und dann kann man hier über eine kleine Brücke rübergehen zu diesem Gebäude. Hier sind auch ein paar Villager. Keine Ahnung, warum die sich, wenn sie klein sind, so komisch verhalten. Ist für die wahrscheinlich etwas ungewohnt. Und hier sind verschiedene Stockwerke, da kann man überall hochgehen. Und ganz oben ist ein kleiner Helikopter-Landeplatz. Ich finde das einfach cool. Und hier bei der Brücke habe ich noch so kleine Streben und sowas gebaut. Und ich finde einfach, das ist wirklich, wirklich, wirklich mega cool geworden. Hier kommt auch noch ein Gebäude hin. Aber Leute, dafür müsst ihr mir immer noch was in die Kommentare schreiben, ne? Ihr wisst, wie es läuft. So, Leute. Aber was ich heute gucken wollte, erstmal gucken wir noch in den Briefkasten. Da ist nichts drin. Aber, Leute, ich hatte etwas sehr Interessantes heute gefunden, weil ich bin hier vorhin schon mal ein bisschen rumgeflogen. So, und da habe ich etwas sehr, sehr Cooles gefunden. Und jetzt wird aber erstmal wieder die Welt laden müssen. Und zwar, das war irgendwo in diese Richtung. Ah ja, genau hier. Hier habe ich nämlich so eine Art Dungeon oder sowas gefunden, Leute. Ist, glaube ich, ja, in der Nähe da, wo wir den Stein geklaut haben. Und hier ist, glaube ich, ein Dungeon. Und, oh, hier war direkt ein Loch. Hier wollte ich heute mit euch mal reingehen. Was hier wohl so ist. Wasser. Auf jeden Fall ganz viel Wasser. Okay, dafür brauche ich meine Spitzhacke hier. Hi. Ah, Leute, ich glaube, wir brauchen erstmal eine bessere Ausrüstung. Dabei sind wir schon relativ gut ausgerüstet, muss ich eigentlich sagen. Und hier scheint es nochmal runter zu gehen. Leute, wir können den Dungeon hier in einer der nächsten Folgen mal machen. Hier ist eine Truhe. Verzaubertes Buch, das können wir mal mitnehmen. Aber sonst ist hier laut da. Das können wir. Trinken wir das? Sollen wir das trinken? Okay, das war irgendwie so ein gemischtes Zeug. Psst, Creeper. Psst, psst. Der bemerkt uns irgendwie einfach nicht. So, aber wo kommen wir raus, wenn wir dem hier folgen? Warte mal. Ich habe eine kleine Vermutung, wenn ich ehrlich bin, Leute. Hier ist alles zugebaut. Ich glaube, das sollten wir wieder hinbauen auch. Das brauchen wir ja nicht.
Nein. Nein. Nicht. Okay. Leute, hier wohnt die Person, die uns den Brief geschrieben hat. Okay, jetzt wissen wir, wo dieser Dungeon auf jeden Fall rauskommt. Aber den werden wir jetzt in einer der nächsten Folgen machen. Denn wir gehen jetzt erstmal wieder ganz flink in mein Häuschen. Und spielen Mäuschen. Nee, okay. Leute, was rede ich hier schon wieder? Naja, egal. Zack. Denn wir werden jetzt erstmal hier diesen Regen mit dem Wetterinator ausstellen. So. So, Wechsel zu schönem Wetter. Danke. Und übrigens, Rekordschaff ist auch irgendwie wieder da. Ich glaube, das war letzte Folge einfach nur ein Bug wieder, weil Revival ja so bugfrei ist. So, wir können ja gerade auch mal schlafen. So. Und wir sind wieder wach. Guten Morgen, Leute. So. Und zwar, Leute, hatte ich hier ja Just Enough Items jetzt reingepackt. Und Leute, hier gibt es so komische Rüstungen und auch TNT-Blaster und sowas. Und das wollte ich mal gucken, ob wir sowas zusammenbauen. Auch Lightning Eggs. Und ich wollte mal gucken, was haben wir für Materialien? Eigentlich so an sich nicht viel. Aber ich wollte heute eine Rüstung machen. Es gibt einmal Elemental Boots, da weiß ich nicht, was das ist. Psychic Leggings, weiß ich auch nicht. Immortality Body, weiß ich auch nicht. Und Flying Helmet, das klingt sehr nach Fliegen. Wie funktioniert das? Hasenpfoten? Reicht es auch, wenn man nur ein Teil der Rüstung macht? Ah, Speed Helm, da braucht nur Zucker. Leute, dann suchen wir einfach Zucker, oder? Wir gucken mal nach der Speed-Rüstung. Die werden wir heute mal zusammen craften, Leute. Mal schauen. Und dann gucken wir auch direkt, was wir noch hier so ba was ist da, Leute? Bauen können, wollte ich gerade sagen. Was ist das? Ist das so eine Art Portal? Das sieht so aus wie dieses Portal. Also dieses Teil hier sieht so aus wie dieses Portal, was mal Professor Einstein gebaut hatte. Und was sind das für coole Blöcke? Leute, sollen wir da vielleicht nächste Folge eher mal reingehen? Ich habe da voll Lust, mal reinzugehen. Leute, ich weiß schon, in der nächsten Folge sehen wir uns, wenn ich da drin bin. Ich glaube, ich gehe da nach der Folge rein und dann nehme ich auf, wo wir dann sind, oder? Sollen wir das machen, Leute? Ich denke, ihr habt darauf auch Lust, einfach mal zu gucken, was da ist. So, wir haben hier Zuckerrohr. Wichtige Updates stehen aus. Später erinnern, bitte. Ich bin gerade mitten in Revival und ich brauche hier Zucker. Ah, Mist. Wir brauchen auch Wolle. Und zwar grüne Wolle. Mist. Wir haben ein kleines Problem, Leute. Au! Wir haben ein klitzekleines Problem bei dieser ganzen Sache hier. Und zwar, wir können eine rote. Dafür brauchen wir Hasenpfoten. Wir haben gerade ein klitzekleines Problem, Leute. Können wir denn vielleicht irgendeine Waffe oder so bauen? Was braucht man dafür denn immer alles? Okay, Leute. Wir können aber schon mal diese Rosen mitnehmen. Wir brauchen rein theoretisch nur noch Schafe. Richtig? Also. Suchen wir uns ein paar Schafe. Oh mein Gott, das ist gerade sehr gut. Allerdings, Leute, dürfen die jetzt nicht weglaufen, denn wir brauchen eine Schere. Zum Glück haben wir diesen mega schnellen Hanglider jetzt.
So. Und warte mal, was ist das? Okay, nachdem wir vielleicht noch die alle geschert haben, sollten wir mal gucken, was da jetzt wieder hingebaut worden ist, was aussieht wieder wie eine Wurst. Ja, ich liebe Saucy. So, das müsste hier sein und hatten wir nicht mal eine Schere? Ich habe ein Eisen. Och nee, Leute. Och nee. Darauf habe ich ja jetzt gar keine Lust, ne? Hat hier irgendjemand bitte Eisen? Hat jemand im Dorf vielleicht Eisen? Leute, ich glaube, wir müssen jetzt mal unser Geld holen und irgendwie an Eisen kommen. Jetzt ohne Spaß. Kann ja jetzt nicht sein, dass wir kein Eisen haben. Wisst ihr, manchmal hasse ich es. Meine Güte, so. Wir nehmen mal unser ganzes Geld und gehen ganz gechillt ins Dorf und gucken uns dann direkt an, was hier gebaut wurde. So, aber erstmal gerade zu Mr. Handelsmann. Kann man hier irgendwie Eisen holen? Nein. Toll. Geh mal weg da. Eisen? Nein, nur Lucky Blocks. Ich hol dann einfach ein paar Lucky Blocks, Leute. Irgendwo raus müssen wir doch bestimmt Lucky Block, Lucky Block, sag ich schon. Eisen herbekommen, oder? Kann es gerade sein, dass ich wirklich gerade mein ganzes Geld dafür ausgegeben habe? Wissen Sie was? Nehmen Sie das hier noch. Meine Güte. Ich will doch jetzt gerade nur Eisen bekommen. Ich glaube, das wird wieder eine etwas längere Folge, nur um Eisen zu bekommen. Jetzt ohne Spaß, Leute. Das kann doch nicht sein. Das haben wir schon tausendfach hier alles. Oh mein Gott. Wollt ihr mich gerade eigentlich veräppeln? Da war jetzt kein Eisen bei. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Gold und so, aber kein Eisen. Oh, das ist stärker als unser, als Origin. Okay. Oh mein Gott, Leute, wir haben Eisen. Perfekt. Und ganz viele Lucky Blöcke. Dankeschön. Okay, wir haben Eisen, wir haben jetzt eine Schere. Oh, Leute, manchmal sehe ich diese Welt, ne? Manchmal könnte ich hier einfach nur reinhauen. So, und jetzt tue ich erstmal die ganzen Sachen weg, die wir nicht brauchen. Und jetzt regnet's. Leute, ich krieg gerade langsam, aber sicher einen Hals auf diese Welt. Ich wollte doch nur schnell Eisen holen und schnell diese Schafe scheren, damit wir schnell ein bisschen Wolle haben. War das zu viel verlangt wieder? Ich darf nicht so hohe Ansprüche mehr stellen.
Da ist die Schere. Zack. Eure Wolle kann man bestimmt auch färben. So. Hat hier noch jemand irgendwie Wolle für mich? Oh, da ist ein... Eine Kiste ist da. Diamant. Okay, nehme ich gerne mit. Aber jetzt suche ich weiterhin Schafe, Leute. Boah, was ist das? Was bist du? Was habe ich da gerade aufgehoben? Oder halt nicht? Was ist das? Witchwood Sapling? Okay, dann können wir gerne mal bei uns pflanzen. Das hatte ich ja jetzt gerade so gar nicht irgendwie mehr erwartet. Aber okay. Ich wüsste nur noch von einem Schaf und das will ich nicht scheren. Nämlich Rekordschaf. Schweine. Ich suche keine Schweine. Wisst ihr, anstatt aus Schweinefleisch irgendwie eine Rüstung zu machen? Nee. Stattdessen muss ich auf Wolle hier eine bauen, ja? Warum braucht denn nie jemand Schweinefleisch? Fleisch. Oh. Leute. Diese Revival-Woche macht mich noch fertig, glaubt mir. So. Wo ist mein Zuhause? Ah, ich weiß, wo lang. Jetzt weiß ich, wohin wir müssen. Und ich hoffe, die Wolle reicht jetzt auch. Zack. So, Professor Einstein, ich bräuchte mal kurz Ihre nette Wettermaschine. Okay, Leute, jetzt können wir uns wieder beruhigen und ganz entspannt hoffentlich craften. Willst du mich gerade veräppeln? Geht das jetzt wirklich nur mit weißer Wolle? Na gut, dann geht's halt nur mit weißer Wolle und wir machen... Wofür braucht man nur 4? Ah ja, wir bräuchten... Federn oder... Och nee, ne? Leute. Vielleicht haben wir Glück und aus den Lucky Blöcken kommt gefärbte Wolle oder sowas. Soll ja auch schon mal vorkommen, dass man so viel Glück hat, ne? Brauche ich nicht. Ich hasse dich. Ich hasse euch, ne? Aber ich habe einen Goldblock. So, wir haben noch...
Gut, ich habe noch den Netherstern. Leute, was sagt man dazu? Ho! Farbige Wolle. Was brauche ich nicht? Braune. Oh mein Gott. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich der Jackpot gewesen, oder? Leute, wie viel Rüstung können wir uns davon machen? Okay. Dafür können wir uns schon mal einige machen. Vielleicht haben wir jetzt sogar genug für einen Teil der grünen Rüstung. Bitte, 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 bitte. Ich will heute nur einen Teil schaffen. Ich will heute nur einen Teil schaffen. Toll. Jetzt fehlen mir Federn und sowas. Yay, Diamanten. Okay, Leute. Oh nein. Wir brauchen Hühnchen. Ein ausgewachsenes Hühnchen. Hier sind kleine Hühnchen. Was soll ich mit kleinen Hühnchen? Leute, wir machen heute einen Teil. Ich sag's euch. So, haben wir irgendwas, was uns was bringt? Wie viel blaue Wolle haben wir? Oh. Was kann man aus lila? Wir haben Lohnrute. Aber ich habe weniger als 6. Wir könnten uns hier so eine Hose oder so einen Teil machen. So, wovon haben wir noch Rot? Wir können uns einen Stärkehelm machen. Okay, dann machen wir uns einen Stärkehelm, Leute. Ich will heute ein Teil von der Rüstung. Diese Schafe waren ja echt unser Glück, ne? Gut, dass wir jetzt solche Schafe haben. Sehr schön. So. Jetzt können wir endlich das erste Teil unserer Rüstung machen. Leute, seid ihr bereit? So, was wollte ich machen? Nein, was habe ich denn jetzt? Hey, blau habe ich 5. Etwas Zucker. Haben wir jetzt Stärke? Leute, wir haben dadurch jetzt Stärke. Oh mein Gott, Eile? Wieso Eile?
Was ich auf jeden Fall auch noch machen möchte, sind die blauen Boots. Und Leute, jetzt können wir erstmal hier ganz viel Müll wegwerfen. Okay, das war's schon. Und wir haben mega viele Diamanten. Okay, Leute. Das war's dann auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen planetarischen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt doch auch den Abo-Button. Dann seid ihr immer up to date. Und jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!